ganz herzlich willkommen bei Lost in Minecraft The Dragon Quest, erste Folge. Und noch bin ich ganz schön einsam und alleine hier auf meinem Hügel der Lust. Und wen seht ihr? Da. Wo bist du? Aha. Du bist ja Moment, ein Waschbär. Ich hab mein Skin noch nicht. Du bist ja ein Waschbär. Ich weiß, meine kleine Schwester hat wieder gespielt, dafür kann ich nicht. Aber jetzt in alter Frische oder in alter Fäulnis. Testet den Manix Zombie. Abend. Hi. Abend schön. Da hat ja die Ansage vorm Spiel richtig was gebracht, dass die alle mit dem falschen Skin ankommen. Und ist ja prima. Wusste nicht, dass ich meinen Skin schon im Hauptmenü machen kann. Aber gut, ich bleib ja auf dem Skin. Tut mir da leid. Und aus Frust fällt da erstmal den ersten Baum. Und wir wissen doch ja nicht, worum es geht. Aber gut, Holz ist immer gut. Holz, ich leg schon los. Ja, leg los. Wir warten noch auf den. Ich warte noch auf den lieben Kane. Denn der ist heute auch da, auch wenn man ihn noch nicht hört. Ich mich auch begrüßen können. Aber? In ein Stück Holz kredenze. Oh, da, wo? Wo? Wo bist du, du sahniges Teddybärchen? Wo versteckst Hallo, du dich? Wo ist er? Hinter dir. Ach, da ist er. Ach, hallo. Die frohlockende guten Gabi. Tag. Guten Tag. Ja, guten Morgen. Ach, Gabi. Du bist es. So, hallo, ich würde hallo. Den Zuschauern hallo. Mal erklären, was denn eigentlich abgeht. Und zwar haben wir jetzt hier eine schöne Welt mit dem ritterlichen Skin, mit dem königlichen Skin. Und wie der Titel des Let's Plays schon sagt, ist unsere sehr, sehr ambitionierte Aufgabe diesmal, den Enderdrachen zu legen. Ja, und somit da, das Spiel durchzuspielen, was noch keiner von uns irgendwann mal gemacht hat. Was noch nie irgendjemand auf der Welt gemacht hat. Nein, natürlich nicht. Niemand würde es wagen. Nee, tatsächlich die ganze Lust dran verloren. Noch keiner gemacht. Und wir müssen uns ein schönes Plätzchen suchen, denn die erste Nacht ist ja wie immer schneller da, als man denkt. Wo wollen wir uns niederlassen, ihr Lieben? Wo wollen wir unser Dorf bauen? Wollen wir erstmal scouten? In der Niederlassung der Volksbank von Essen. Okay. Supi, das klingt echt toll. Das Wirtschaftssystem ist schon mal eingeführt worden. Oh, Freunde, hier ist eine Menge. Ich würde mal sagen, wir scouten los. Hat schon jemand Werkzeug? Hier ist eine schöne Ecke. Hier ist ganz viel Kohle, falls wir wegen Fackeln und so. Versteht er mich? Ja, versteh ich dich. Versteh dich. Ich hör dich. Es gibt ein kleines Roger, Problem. Roger. Ja, was? Namen werden nicht angezeigt. Das heißt, in der Entfernung können wir uns jetzt nicht mehr sehen. Das oder wenn jemand in der Höhle ist. Das ist der Hard-Modus. Ah, okay. Nein, das ist tatsächlich noch so von unserem Murder Maze Game ist das noch so eingestellt. Sollen wir das so lassen? Für den Realismusgehalt? Wollen wir das mal probieren? Dass wir uns richtig schön verlaufen in den Höhlen? Oh weia, wird ich bin dafür. Ich sehe euch ja jetzt schon nicht mehr. Lass uns halt besser absprechen. Das, wo seid ihr überhaupt dann gelaufen? Ich bin hier auf dem Start. Auf den, ich hör nur was. Auf den oben drauf. Berghof oben, genau. Und noch scouten wir. Sagen? Wir scouten noch. Genau. Da hinten. Scouten wir mal los und suchen uns eine schicke Ecke. Ja, da bin ich auch für. Wo also, wir uns niederlassen können. Wir müssen ja gucken, dass also wir ich habe jetzt ein bisschen Erde für ein Haus erstmal. Oh. Ist das schön. Ja, wir machen erstmal wieder ein Schlammhaus hier. Box, was sieht dein Elbenauge? Mein Elbenauge sieht tatsächlich eine Menge Meer und eine Insel und noch eine Insel und eine Bucht mit Schnee. Aber sonst sehe ich. Warum hast du denn eigentlich schon eine Hacke? Weil ich eben ganz schnell eine Werkbank gemacht habe und eine Hacke und eine Axt und dann seid ihr aber schon losgezogen, also habe ich euch noch nichts gemacht gehabt. Aber ihr könnt jederzeit was haben. Könnte man sagen, bei Cinemalex hackt's wohl. Genau. Oh. Sag mal, Fox, ja? Du hast aber nicht deinen Chatpad am Pad dran, ja? Nein, das habe ich diesmal wohlwollend abgezogen. Gut. Und damit seid ihr. Für die Sache. Für die Sache, ja. Ich habe auch vorher einen Soundcheck gemacht und alles war alles schön, war alles gut. Alles Schnieke. So, Kane, wir sollten uns nicht trennen. Fox ist nämlich schon verloren gegangen. Nee, ich bin hier noch bei euch. Ich bin immer noch hier oben auf dem Ding, wo du gerade Cola abgebaut hast, mein Freund. Alles klar. Weiß aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn ich dich mal eine Sekunde nicht sehe, dann kriege ich immer schon Panik und frage mich, wo du hin bist. Hier bin ich sehe euch. Ich sehe euch da oben scouten. Ihr seid jetzt auch da ja, bei der klar. Bucht. Genau. Da sehe ich ihn fleißig feixen da hinten. Das bist wohl du. Ich feixe. Du, irgendwie sieht die Kohle hier mit diesem Skin aus wie Kaviar.
Oder aber wie so Schokopox, die ganz schwarz geworden sind. Das stimmt. Oder wie eine etwas zu groß geratene, so ein zu groß geratenes Item für eine ganz alte Waffe, wo du quasi noch Kugeln lädst. Quasi Schrot finden, Munition, genau. In Minecraft, los geht's. Ja, ich weiß nicht, was ist denn da hinten mit dem Gebirge? Wollen wir uns zum Gebirge begeben oder da hinten auf die große Landfläche, wo da hinten die Bäume stehen? Ach, ihr seid ja gar nicht bei mir, ne? Ihr wisst ja nicht, was ich meine. Wer ist denn, wir kommen zu dir, wer ist denn clever, vielleicht in der Nähe von einer tollen Mine ein Haus zu bauen? Also unter uns ist ja auf jeden Fall schon mal Stein, das würde wahrscheinlich darauf hindeuten, dass da höchstwahrscheinlich eine Mine versteckt ist. Das könnte sein. Also ich hätte sonst gesagt, hier wo ich jetzt hingucke, da ist ja so eine Bürge und ein Stückchen rechts davon ist wie so eine freie Fläche. Das heißt, man hätte schnellen Zugriff auf Wasser, Berge, Wald und Co. Sieht gut aus, los geht's. Oder? Kane, kommst du mit? Dich, dass du verloren bist. Wo denn? Hier hinten. Ja, ich bin unterwegs. Folge uns. Batzer! Folge uns. Und über die Bäume, Leute. Nicht den Boden berühren, der Boden ist Lava. Moment mal, was hatten wir da? Wir sind hier nicht bei Assassin's Creed. Oh, wir sind immer bei Assassin's Creed! Ein Insider. Hab den Boden berührt. Vergewaltigt denn hier was? Wollen wir nicht ein paar Schafe töten? Wenn dir danach ist, tue. Es gibt sonst hier nicht sind Schafe. Ja, aber dann finde ich euch nicht mehr. Das ist auch ein Schwein. Die Lichtung finde ich eigentlich ganz schön hier. Was ist denn das hier? Ist das ein Pilz? Sieht so aus, wa? Seltsam aus, der Pilz. Wow, guck mal, wie viel Holz wir hier haben. Also ich finde die Richtung ja auch oder? Ziemlich schick dafür. Oder? Also ich finde gar nicht mal so verkehrt. Da haben wir da Wasser, Sumpfgebiet, wir haben die Berge. Die Berge für die Minen nachher. Hier ist auch eine wir Mine. Wir haben wunderschöne weiße Blümchen. Huhn! Ich töte das Huhn! Kleine, ja. Aber nicht wirklich, aber wir könnten hier erstmal die quasi nächtigen. Ganz genau. Ohne, dass wir viel bauen müssen. Kane, willst du die ehrenhafte Aufgabe haben, uns einen Unterschlupf zu bauen? Dann würde ich mich auch noch ein bisschen mit um Holz kümmern. Hier drin vielleicht erstmal, damit du nicht so viele Rohstoffe verbrauchen musst, Kane? Bitte? Hier drin, wo ich gerade bin? Da brauchst du ein Dach drüber setzen und schon sind wir für die Nacht. Kane ist schon voll in seinem Element. Gut, dann hole ich mich ein bisschen Holz für uns. Aber das können wir natürlich auch gerne mit benutzen. Ja, ich bin dabei, ich mach schon mal. Kane, hier ist eine Werkbank für dich. Wo bist du denn? Joa. Hinter dir ist die Werkbank. Das sieht auf jeden Fall alt gut aus. Danke. Was wir hier so ringsrum haben. Schön. Genau. Gute Voraussetzungen. Guter Start. Und was wir auf jeden Fall, glaube ich, zu Anfang uns zu Herzen nehmen sollten, ist so ein, ist eine Art Leuchtfeuer. So ein Turm. Was wiederfinden, meinst du? Das was wiederfinden, genau. So ein Ausguck. Ein Dorfturm. Und wollen wir den zur Abwechslung mal nicht aus Dreck bauen? Hatten wir schon mal einen Dorfturm aus Dreck? Also ich hatte schon sehr viele Dorftürme aus Dreck. Eine lange, lange Spitze hatten wir, aber einen richtigen Turm haben wir nicht gemacht gehabt damals. Ich meine auch nicht. Du hattest auf jeden Fall mal den Pimmelturm, den hast du dann mal in unserer Welt gebaut. Den was? Pimmelturm? War ich das? Oder? Da hatten wir doch so einen riesen Schniedelwurzturm. Das fiel mir aber erst nach 20 Stunden harter Arbeit auf, dass der wirklich aussieht wie ein Schniedelwurz. Dafür konnte ich nichts, das war keine Intention von mir. Es gibt ja bei, wenn du zum Psychologen gehst, dann gibt es ja unter anderem die Methode, dass du auf dem Papier... Ich bin in eine Mine reingefallen, Leute. Praktisch. Hier ist Kohle drin, ich hol die mal. Erzähl weiter. Da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, dass du dir ein Blatt Papier nimmst und einfach schreibst, ohne zu denken. Einfach schreibst. Und was dann dabei rauskommt, davon wird dann quasi auch so ein psychologisches Profil gemacht. Und bei dir ist es quasi mit dem Bauen. Gutachten. Also du baust. Und das, was dann zum Schluss bei rauskommt, ist dein psychologisches Profil. Ein riesiger Pimelke. Pimelke... So, hier gibt's eine Mine, die geht sogar relativ tief rein, wie ich das jetzt eben gesehen habe. Relativ tief. Relativ tief. Ich werde dann gleich mal hier markieren für uns. Relativ tief Theorie. Und dann kann ich gleich mal ein bisschen auf Jagd gehen. Oh, hallo, kleines Schäfchen. Hallo. Ja, da guckst du mal. Haben wir schon eine Werkbank wahrscheinlich? Ihre Schiete. Doch, haben wir. Ach, haben wir, doch. Steht bei Kane. Wow, ist ja vergoldet, da ist ja Wahnsinn.
Sind das die Acid Stein? Das ist doch Stein, ne? Kane haut diesmal aber nicht mit vollen, ey. Wahnsinn. Wir sind alle schon geübt hier. Ihr könnt das schon richtig super. Wie die Großen. Mann, platzen zum Ding. Ich kann so wie du. Sag mal. Sag mal, ja. Fox, ist denn unser Plan, den Drachen zu legen, mit Hilfe des Bettentricks oder richtig mit Kämpfen? Mit Bettentricks? Ja, mit dem Bettentrick. Immer wieder da, sprich, dass wir wach wird. Was ist denn ein Bettentrick? Na, viele Leute legen den Enderdrachen, indem sie letztendlich Betten mitnehmen. Ja. Und immer wenn sie die hinpacken und dann gegen das Bett hauen, explodiert es in der Sekunde, wenn der Drache vorbeigeflogen kommt. Und dadurch kannst du richtig viel Schaden machen innerhalb kürzester Zeit. Du halt weißt. Ich dachte, das wüsstest du. Nö, woher denn? Tja, dann ist halt die Frage, werden wir den legitim legen mit Waffengewalt oder aber bauen wir ein paar Betten? Noch sind wir Meilen, wenn nicht gar Kilometer weit weg. Obwohl ich nicht weiß, ob Kilometer oder Meilen weiter weg ist. Ich glaube, Kilometer. Meilen sind weiter. Meilen sind weiter? Meilen sind weiter. Glaubst du nicht, dass du hier vielleicht ein bisschen sehr ambitioniert bist, hier mit deinem Dreckshaus, dafür, dass wir es wahrscheinlich nächste Nacht schon wieder abreißen müssen? Hüpf. Und? Da guckt er ganz, ganz enttäuscht. Ich finde es jedenfalls die Vorstellung ziemlich peinlich, quasi loszuziehen in den Enderbereich und dann halt einen Drachen mit einem Haufen Betten zu besiegen. Könnte sein, ja. Wir können es ja erstmal normal versuchen und ich sehe schon eine Menge Arschlöcher draußen, also wir sollten uns beeilen. Da ist zum Beispiel schon ein Skelett auch mit Helm. Nichts zu essen. Ich brauche irgendwas zu essen. Und da hinten pirschen schon fast. Hat jemand noch ein bisschen Erde für mich? Nee, ich habe tatsächlich nur Holz. Ich hab keine Erde gesammelt. Aber kann hier unten Erde für dich sammeln, wenn es dich interessiert. Ja, ich sammle einfach hier drüben. Oh, kann ich schon wieder Zombies keuchen. Die können unter uns sein, du. Die Liga ist genau unter uns. Das kann tatsächlich sogar sein, ja. Von der Wiener uns können sie uns erstmal nicht angreifen, da ist hier noch Platz. Das wäre ja uns. Weiß ich nicht, ist das dann schon ein Segen, wenn wir unter uns direkt was hätten? Also es sieht auf jeden Fall ziemlich groß aus. Ich habe mich noch nicht weiter reingetraut, weil ich jetzt momentan einfach zu schwach dafür bin. Ich sammle jetzt aber gerade ein bisschen Stein. Hey! Mr. Ruppig. Oh, hier fliegen Pfeile. Ich werde mit Pfeilen beschossen. Das ist eben nicht gut. Du holst den jetzt hier rein, oder? Kann das sein? Ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht mehr spritzen. Das tut weh. Da kommt ein Hansel. Macht auf. Der hat einen Helm auf. Der stirbt vor unserer Tür. Schnell. Komm rein. Oh nein. Ich versuch's doch. Oh nein. Lass mich rennen hier. Oh nein. Wir haben hier aufgemacht. Ist da drin. So. So. Oh Gott. Oh Mann. Bin fast hin, Leute. Ich brauch Essen. Ich bin runtergefallen. Du sagst ja immer wieder, die ersten Nächte machen echt viel Igittich. Aua. Fox, aua. Oh Gott. Wie siehst du denn aus? Auf meinem hinteren Ohr. Der Typ kann man sagen, was man will, aber herrlich. Das Skelett ist definitiv ein Headshot-Aimer. Kann man nicht anders sagen. Haben wir Fleisch? Nee. Ich glaube, er hat ein paar Schafsbrägen. Das wäre echt Kniefe. Ja, jetzt bräuchte ich nur noch einen Ofen und Kohle. Tada! Mann, was wir hier auf die ersten Meter schon alles gezaubert kriegen. Tada! Aha! Geht flott. Oh Mann, das heißt, wir sollten uns wahrscheinlich fix auch um Betten und so kümmern, dass wir die Nacht dann häufig überspringen können. Das wäre auf jeden Fall superb, Jonas. Du bist nur ja. Ich schaue da oben drüber. Und da draußen tummelt sich allerhand Unrat. Hast du recht. Erste Mahlzeit. So, warte, ich nehme jetzt einfach ein Stück Fußboden weg und dann hauen wir das als Dach mit drauf.
Zumindest für den Anfang. Hab ich mal eben ganz doll bedient. Ich hoffe, ihr seid nicht sauer. An dem Essen meine ich, hab ich mich bedient. Ich hab auch nur noch, glaube ich, 4 Keulen. Ich hab 4 Herzchen und 2 Keulen. Oh. Dann braucht ihr Werkzeuge aus Stein. Ja, oh ja. Werkzeuge sind immer gut. Geht los, geht los. Spitzhacken oder Äxte? Was wollt ihr haben? Also ich brauche eine Axt für morgen früh. Auf jeden Fall. Mhm. Und hier wahrscheinlich erstmal. Und Spitzhacken? Spitzhacken, ja klar. Fox, wenn ja. du möchtest, also ich habe jetzt 5 Keulen. Im Ofen liegt jetzt noch ein gekochtes Schweinefleischstück. Eingekochtes Schweinefleischstück. Und jetzt alle! Eingekochtes Schweinefleischstück. Sehr musikalisch schön. Wie Sau. Hier bei Full Game Junk. Keine Scheiße. Ist das aus Holz oder was? Das ist jetzt eine Steinaxt. Na was, eine Schlangenaxt? Steinaxt. Eine Steinaxt, ja, ich wollte schon sagen, weil das sieht gar nicht nach Holz und Spanplatte aus. Nee, ich habe ja schon mit Stein gearbeitet. Wunderwetter. Spanplattenaxt, genau. So, Kane kriegt hoch. Kane, ja, möchtest du eine Schaufel noch dazu haben, oder? Geht's weiter? Ich werde ja wohl nicht die ganze Zeit nur Erde abbauen, oder? Doch, für den Rest des Spiels. Bis Folge 681. Juhu. Na, freust du dich, wa? Geht dir glatt ein bisschen die Cliff drauf. Richtig. Mein Gott. Vielen Dank für diesen Block. Ich finde diese, die Erde sieht ein bisschen aus wie so ein Würfel Nuss-Nougat mit bisschen Nussstücken drin, oder? Ja, so ein bisschen. Lass mal probieren. Oder wie Toblerone. Stimmt. Boah, Toblerone habe ich auch schon ewig nicht mehr gegessen. Die gab's auch in Weiß, ne? Kann das sein? Die gab's mittlerweile auch mal in Weiß. Ja. Das ist voll gut. Oh. Lecker, lecker, lecker. Erde. Oh. Hey, oh. Hey, lauf nicht vor mich. Spinnst du? Jetzt hab ich nur noch 3 Herzen. Ich find's schön, wie der Kane gleich in die Hocke geht, weil du ihm den Arsch versohlst. Na klar. Weitere Spitzhacken finden sich hier in der Truhe. Jederzeit zugreifen. Jederzeit. Jetzt. Ja, bitte. Beginnend ab jetzt. Das Schlimmste ist echt, dass das so viel Arbeit immer macht. Ach, verdammt. Was geht denn hier ab hier draußen? Keine Ahnung. Schniedelheimer, Sachsen. Wir wissen bei so nicht, wann Tag ist. Was passiert denn hier? Da hat er recht. Was ist denn das? Ist sicher, was ist los? Was passiert hier draußen? Was ist das für ein Lärm? Die machen da eine Rave-Party. Nee, das muss so ein. So ein Schleier. Geh mal hier hin. Stell dich mal hier hin. Komm gleich, ich mach das. Das hört sich an, wie, als wenn da jemand mit einem riesigen Hoden über die Wiese hüpft. Mit einem Hoden? Das ist ein Slime draußen wahrscheinlich, oder? Aber ich sehe nichts draußen. Er hatte schon aufgemacht, aber da ist nichts. Der wird irgendwo hinter uns sein. Doch, das ist Slime, da ist er. Blauer Slime. Oh ja, wow. Seit wann tummeln die sich denn hier draußen rum? Das ist ja ganz relativ Neues. Häufig in der Nähe von Sümpfen. Ach ja, stimmt. Wir sind ja in der Nähe vom Sumpf diesmal. Donnerradieschen. Genau. Wir versuchen die immer ganz, ganz krepelig durchs Wasser zu kriechen und schaffen es immer nicht. Wird langsam Tag. Verbrennen die schon? Wie ihr seht, ich habe mittlerweile auch schon Glas gemacht. Sehr gut. Geht richtig ab hier. Wir müssen noch ein Dings machen. Erstes Eisen! Aha. Tür. Ausblenden! Ausblenden! Los jetzt! Warum passiert mir das jedes Mal, wenn wir hier zusammen zocken? Ich bin echt zu doof, das Feuer mal auszustellen. Oh, ein brennender Zombie in unserem Haus. Das ist unpraktisch. Mach dir mal weg, das ist eklig. Also bis jetzt ist es hier draußen wieder schön. Hier ist der Riesenslimer. Weg! Oh, der macht aber Schaden. Es wird immer mehr aus dem. Geh weg! Oh nein! Pass auf!
Leute, ich hab Angst um euch. Macht bitte keinen Scheiß. Wie geht dich? Oh! Lauf! Rennen! Meine Fresse! Aua! Lauf weiter! Vorsicht! Oh, ich hab einen Pfeil im Arsch! Oh! Aua! Hey, die lassen was! Die lassen Sachen! Autschen! Was ist das denn Lustiges? Das ist, glaube ich, der Slime, den du auf die... Oh, Steinball! Damit kannst du, glaube ich, springen. Kann das sein? Ich glaube, einer von denen... Gibt's sogar einen Erfolg für. Einer von denen klebt, glaube ich, und einer von denen ist, glaube ich, zum Springen da. Wie setze ich ihn ein? Den musst du auf eine Oberfläche machen. Aber da musst du mal an den Craft-Bogen gehen. Mal gucken. Oh, Alter, ich hab richtig gerade eingebüßt, ey. Brauch mal Futter für dich, oder? Ein bisschen, ja. Deswegen hole ich ja gerade hier die Kuh. Ich hole eine Kuh! Ist auch eine Spinne irgendwo im Sein. Fürchtet euch nicht, der Mann mit den Schwertern ist gekommen. Aber ich muss echt sagen, also nach... Schwerter. Oh, hier ist eine Spinne. Wie viel Hunderten von Spielstunden Minecraft wir jetzt auch schon auf dem Buckel Leute? Haben. Ja? Kommt euch was abholen. Ja. Tracht Prügel oder was? Danke. Yep. Steht er da mit seinem Schleim in der Hand. Zwei gleich? Zwei gleich? Ich krieg hier nicht mehr ab, den Schleim! Also nach all den Stunden Minecraft, die ich jetzt tatsächlich hier schon verbracht habe, verlieren die Gegner einfach nie an... an Angstpotenzial. Angstpotenzial, ja. Da hast du recht, ich kack mir auch mal rein. Vor allem in den Dungeons, da multipliziert sich das irgendwie mal 3. Oh, das stimmt. Hast du Höhengeräusche eigentlich an? Oder ja, aus? Nee, die an. Das ist also auch richtig hardcore. Naja, richtig, schon richtig hardcore wird das. Besser als weißt du? Outlast und Hello Kitty zusammen. War volle Kanne. Ich hab ja gesagt, gruseliger als Until Dawn, aber das ist auch nicht schwer. Das ist tatsächlich nicht. So, der geht's. Andesit, was ist nochmal Andesit? Amnesit, das ist, fällt dir aus dem Kopf? Andesit. Achso. Ah. Ich weiß nicht. Die lernt man so viel, Fox. Also, ihr Lieben. Wir sollten dementsprechend wahrscheinlich versuchen, unser erstes Headquarter-Häuschen zu bauen, oder? Dann bauen wir Stein. Ja, dann leg los. Ach, du willst das gleich aus Stein bauen? Okay, interessant. Naja, wollen wir wieder mit Schlamm starten? Wieso mit Schlamm? Wollen wir mit dem Schlammhaus starten? Kannst du auch aus Holz bauen. Oh, wir haben eine Tür. Geil. Interessant. Oh, was meinen Sie denn? Hat jemand Eisen gemacht? Yep, Eisen ist auch da schon... Da ist ja jemand am Eisen sein. Ich will doch, dass meine beiden sein, Freunde immer mir. Genügend Eisen und Vitamine haben. Vitamin Eisen. Ich weiß nicht genau. Aber bin ich hier schon unterm Haus, Alter? Das können wir dir nicht sagen, weil wir dich ja nicht sehen. Ich muss hier quasi entweder direkt in oder auf einem Zombie stehen. Das ist ja schlimm hier unten. Na, unter uns, du, in der Mine. Ja, irgendwo hier. Aber ich buddel hier und sehe aber nichts. Rettungsweg. Boah, ist das laut! Rettungsweg. Er hüpft hier und dort und überall. Oh, hier, hier, hier! Da ist auch einer. Da sehe ich ihn. Ein Schniedelwitzenmann. Das Arschbacken mit Überschall. Ja, Zwille, komm her, ich hab dich schon gesehen. Du feistet Zwiebelgesicht. Hat einer Fackeln? Ich hab Fackeln hier, kannst du dir gerne ein paar holen. Bisschen. Hier bin ich. Hinter dir. Heuter Freund. Hier bin ich, hinter dir. Oder komm mit runter, komm mit runter. Wo bist du? Ich bin weg. Komm mit runter hier. Hier, ich hab den Zugang zu der Höhle gefunden. Da kannst du mal reinleuchten.
Da unten, wo ich das Fenster, das Guckfenster gemacht habe. Ist das dieselbe Höhle? Ja, ja, ja. Weiß ich nicht. Weiß auch nicht, ob es dieselbe Höhle ist, die ich jetzt auch gefunden habe. Jetzt haben wir ein Stück vorgehen. Da ist auf jeden Fall einer drin. Sehen. Gepanzerter Zombie, ich verhau ihn. Ich weiß nicht, ja, ist tot. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich gepanzert sind oder ob das jetzt von dem neuen Skin einfach ist. Ist gut möglich. Aber hier ist auf jeden Fall auch Kohle und so. Ich werde gleich mal abbauen, wa? Lass mal schauen, vielleicht ist es dieselbe Ecke, wo ich mir auch war. Warte mal. Oh. Voll dich gelaufen. Hab ich mich erschrocken, ey. Hier ist nicht dieselbe Ecke, aber es gehört, glaube ich, dazu trotzdem. Licht und Schatten, Schatten und Licht. Eins von beiden brauchen wir nicht. Was war denn hier? Licht! Bin mir sicher. Licht muss richtig sein. So, die zwei Dinger hau ich jetzt hier noch ab. Schwupp. Boah, wenn ja immer mehr. Das ist wie so eine Babuschka. Machst du ins weg, kommt das nächste. Heißen die überhaupt so? Oder heißen die Matroschkas? Matroschkas heißen die, ne? Ich glaube, die heißen Matroschkas, Matroschka. Ja. Okay. Babuschka ist so der stereotypische Name für so Frauen aus den Sowjetstaaten. So Babuschka, so ungefähr Babuschka. Verstehe. Und mit diesem internationalen Allgemeinwissen wartet auch schon wieder mit der ersten Folge. Was heißt hier I? Ich werde von einem Zombie angeguckt, der will mir ins Gemächt langen. Tja, das sehen wir aber erst ab, lass dich nicht ablenken. In der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, The Dragon Quest. Ihr dürft doch Tschüss sagen. Tschüss. Ihr seid ein paar Flachpfeifen. Supi.